Alle Jahre wieder wird das neue Jahr mit einem schönen Feuerwerk und feucht-fröhlicher Stimmung eingeläutet. Doch gerade die Kombination aus Alkohol und Sprengstoffen, sie endet oft fatal. Schwere Verletzungen durch Böller erlebt Handchirurg Professor Dr. Andreas Eisenschenk jedes Jahr aufs Neue. In der Regel ist es so, das ist ein Phänomen, was wir von Jahr zu Jahr beobachten, dass vor 23.30 Uhr eigentlich relativ wenig passiert an dem Abend. Und so ab 0 Uhr kommen sie dann kettenmäßig sozusagen rein, die Patienten. Und das geht dann in der Regel rund 48 Stunden durch. Dauereinsatz also für Sanitäter und Ärzte. Besonders viele Unfälle passieren jedoch durch die nicht zugelassenen Feuerwerkskörper. Diese entsprechen nicht den deutschen Sicherheitsnormen und haben meist eine besonders verheerende Wirkung. Die Verletzungen durch die sogenannten Polenböller sind deutlich größer. Ich denke, man kann noch so vorsichtig sein, man wird nie eine Gewährleistung dafür haben, dass dieser Sprengkörper nicht von selber irgendwie losgeht oder durch einen Funken ausgelöst wird. Die anderen Sprengkörper, die wir hier einkaufen können unter regulären Bedingungen, wenn man sie adäquat den Vorschriften nach handhabt, sind eigentlich ungefährlich. In dem Moment, wo man was getrunken hat, leichtsinnig wird, die Sache wirft oder in die Hosentasche steckt, wird es gefährlich. Die Folge? Übelste Verletzungen. Von einer Hand bleibt da manchmal nicht viel übrig. Die Finger, die normalerweise hier sein müssen, sich alle hier befinden. An Silvester sollte man sich also lieber nicht überschätzen, denn schon eine kleine Unachtsamkeit kann böse enden. Und im schlimmsten Fall beginnt das neue Jahr dann nämlich in der Notaufnahme.